Über 170 Sportlerinnen und Sportler haben sich heute hier eingefunden, um für ihre großartigen Leistungen im vergangenen Jahr mit der Meisterschaftsnadel des Landessportbundes Rheinland-Pfalz in Bronze oder Silber geehrt zu werden. Dabei geht die Palette der Sportarten von den eher herkömmlichen Disziplinen, wie zum Beispiel Leichtathletik, Tennis oder Schwimmen, bis hin zu einigen, die vielleicht nicht so oft im öffentlichen Interesse auftauchen, wie zum Beispiel Sportstacking oder Sportklettern. Und was wir hier im Angebot haben, ist wirklich aller Ehren wert. Die Farben von Rheinland-Pfalz werden auf der ganzen Welt vertreten und wahrgenommen, haben wir noch zahlreiche Welt-, Vize-Weltmeister, Europameister, Vize-Europameister unter uns. Es ist gesagt worden, im Jahr 2012 haben viele Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler herausragende Ergebnisse erzielt in Rheinland-Pfalz. Sie wurden deutsche Jugend-, Juniorenmeisterschaften, sie wurden Weltmeisterinnen, Weltmeister und es sind alle Sportarten, fast alle vertreten, Leichtathletik, Turnen, Rudern, Kanusport, um einige zu nennen, aber auch, ich würde sagen, exotische Sportarten, aber Sportarten, die nicht ganz so im Rampenlicht stehen, ist ganz wichtig. Sportstacking, Sportaerobic und auch Rock'n'Roll. Ich gratuliere allen Sportlerinnen und Sportlern zu ihren großartigen Erfolgen des vergangenen Jahres. Ich wünsche Ihnen, euch, einen schönen Abend. Ich wünsche beim anschließenden Essen guten Appetit und hoffe, dass alle von Verletzungen verschont bleiben, damit die Erfolge, die sie bisher gelaufen sind, dass die auch in Zukunft kommen werden. Und es wäre schön, die eine oder den anderen schon bei Olympia 2016 in Rio erleben zu dürfen. Allen einen angenehmen Abend. Es ist nicht das Geld, was uns antreibt, Sport zu treiben. Es ist vielfach viel ehrenamtlich, viele, viele Stunden, die wir in Hallen stehen oder auf dem Platz stehen und trainieren. Und wie oft habe ich abends in der Badewanne gelegen nach einem Wettkampf und es tat alles weh. Und trotzdem habe ich mich verdammt gut gefühlt. Und ich hoffe, dass Ihnen, alle Nachwuchssportler, Jungsportler, dass es Ihnen genauso ergeht, dass Sie einfach viel, viel Freude an Ihrem Sport haben und ihn noch ganz, ganz lange ausüben.